Seit 8,5 Jahren hilft Nicole Reichert aus Oschersleben ehrenamtlich im Malteserstübchen. Als die Kleiderkammer in Oschersleben öffnete, nutzte sie das Angebot als Kundin, aber schnell wollte sie mithelfen. Mittlerweile ist sie stellvertretende Leiterin des Malteserstübchens. Es macht mir einfach riesengroßen Spaß, mit Leuten zu reden, zu sprechen und vor allen Dingen zu helfen. Und wenn ich was verkaufe, dann freue ich mich so sehr, dass der Kunde auch was gefunden hat. Es ist einfach ein Ausgleich vom Alltag. Im Malteserstübchen gibt es immer viel zu tun. Spenden müssen angenommen, Mitarbeiter eingearbeitet, das Lager sortiert und die Ware ausgepreist werden. Aufgaben, die Nicole Reichert Spaß machen. Die 49-Jährige ist außerdem Pflege- und Adoptivmama und seit 10 Jahren als Wahlhelferin aktiv. Also ich habe irgendwie eine soziale Ader für mich entdeckt, schon seit Jahren. Mein zweiter Name ist Mutter Teresa und ich helfe und mache, wo es nur geht, bin mit Herzblut dabei und möchte einfach mich überall arrangieren. Das ist einfach mein Leben, meine Aufgabe. Und das macht Nicole Reichert aus Oschersleben zu einer echten Alltagsheldin.